Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein weiteres Influencer-Turnier. Die erste Runde war ich noch nicht so ganz anwesend. Siebter Platz, lief nicht so gut. Ich hatte leider noch, wir hatten technische Schwierigkeiten hier im Haushalt. Deswegen war es ein Sprint zum PC, aber keine Ausrede. Ich habe einfach gut gespielt. Wir werden mal schauen. Ich würde gerne die Fiora-Comps spielen. Also gerade in der Comp war wieder viele Classic-Comps tatsächlich. Mutant, Urgot habe ich viel gesehen. Ich habe eben einen Solid-Win-Streak gespielt. Das hat ganz gut funktioniert. Ziel wäre aber tatsächlich eine Fiora-Komposition hier zu spielen, weil die war gerade Oh, yes, witzigerweise baby. uncontested. Ich halte hier viel sehr stark auf den Yes. Chat. Bioten, danke dir ganz herzlich. Das heißt, das hier bauen wir ein bisschen anders, aber selbes Prinzip. Könnt ihr im Zweifelsfall pausieren. Dann mal sehen. Was ist das denn jetzt? Die gute alte Scrap-Trundle kommt, wa? I mean, hab ich länger nicht mehr gesehen. Scrap-Bruiser, Level 6 Reroll. Could work, no? Ja. Scrap Bruiser. Blitzcrank, Braum, Trundle, Vi, Echo, Jenna. Wird schon einiges von genervt, ne? Hat schon Gründe, dass es keiner mehr spielt, aber. Gerade mit dem Free Shop Refresh. Trundle Items brauchen halt insane viel Cloak. Haben wir natürlich nicht, aber. Ist auch nicht so contested mehr in Karussellen. Ansonsten spielen wir das halt vielleicht einfach into Winstreak und schauen dann nach Fiora. Let's Uiuiui. begin again. Also für Fiora sind das schon sehr gute Items, ne? I mean. True explorers follow the compass in their heart. Setup ist schon derbe strong, ne? Keine Ahnung, wie das jetzt zustande gekommen ist, aber ich hoffe, der baut die richtigen Items daraus dann am Ende. Und wir stehen da nicht gleich mit einem Deathblade. Sonst weine ich, glaube ich, einfach. Aber wisst nicht, wie das gehen sollte. Also da sollte schon das Richtige bei rumkommen. Ein bisschen risky natürlich, ne? Aber. Voll gut. So, die Wahl mitzunehmen wäre trotzdem nice, ne? Ist die Frage, ob man dafür Illaoi hier sogar liegen lässt. Also, dass man die statt Illaoi Wahl spielt. Illaoi ist im Early, aber eigentlich okayisch. Time to start some trouble. Hier als Scrap-Unit zu spielen, wäre natürlich auch sick. Wir wollen hinten raus eigentlich für Challenger Fiora gehen. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass das Beste ist. Trundle hat definitiv keine Trundle-Items, ne? Was ist das für ein Zillion hier? Okay. Wir rerollen hier einfach pretty much every round. Schauen, wo wir rauskommen, ne? So, das hier wäre natürlich halt auch eine Option.
Könnte man auch hier richtig aggressiv leveln. Und jetzt auf 5 gehen. Oh, ich habe aber zu wenig F gedrückt. Chemie, Alter. Das heißt, wir haben jetzt unsere Challenger verkauft. Na, wir haben wenigstens geprelevelt, ne? Whatever. So, diesmal den Winstreak nicht verkacken. Oder die Transition. Wir hätten den einen Schande wahrscheinlich nie verkaufen dürfen. Schande 2 könnte uns hier relativ lange carryen. Für uns am interessantesten Crit. Wir können eigentlich mit fast allem was anfangen, um ehrlich zu sein. Ich denke, wir nehmen mehr. Ist die Frage, ob man hier ein BT wirklich baut? Ich denke nicht. Wahrscheinlich zu risky. So, und jetzt war meine Idee, das zu bauen. Und noch einen Forster drin zu haben. Könnte aber halt auch einfach das plus das spielen. Dann hat man noch Bodyguard drin. In der Comp. Das wiederum ist natürlich jetzt ein Argument für die Comp. Kann man halt jetzt auch deutlich billiger machen, das Line-Up. Karten 6 Enforced, habe ich das richtig gesehen? Auch wild. Irgendeinen Cho'Gath-Spieler abfacken, indem man Cho nimmt. Sein Bosser Script Protector Windstreak into Fiora. That's our plan now. Ziemlich früher Raum. Let's get going. Let's get cracking. Weiß nicht. Traumstadt. Traumstadt Kasadin, ne? Und dann Bodyguard statt Protector. Vorteil hiervon ist natürlich, dass wir Vex jetzt Best Case kämen, bevor sie ultet. Das hat nur leider nicht geklappt. Kate hat den Talon allerdings ordentlich gewonshottet, so wie man sich das hier wünscht. Traum ist schon cool, wenn der kommt, ne? Weil du spielst hinten raus ja gerne Galio für 3er Socialite. Dann kannst du Braum eigentlich gut dazu spielen für extra CC. Tonight, I'm feeling greedy. Don't worry, I am here. Camp von hier aus wahrscheinlich auch relativ gut in der Urgot kommt, ne? Aber dafür haben wir vorbei. Die Items sind fein, ne? Ja, warum nicht, ne? Warum nicht den frühen Urgott nutzen? Das Spiel macht sich manchmal aber auch absichtlich über einen lustig, oder? Ja, Kim-Tick haben wir halt noch gar nicht im Angebot. Ne? Wir müssen mal schauen. Vierer Bruiser. Es könnte auf jeden Fall Richtung Kim-Tick gehen, aber muss nicht heißen. Innovator. Zwei Innovator-Spiele. Das ist immer sehr gut für uns. 3-1 noch. Wir können auch eine Runde chillen und uns das erstmal anschauen. Oh, wir müssen Items vielleicht slammen. Nee, wir wissen nicht, was wir hier slammen können.
So, Chandel richtet hier seinen Fokus auf Divai, was okay ist. Chandel hat noch ein BT, das heißt, vielleicht überlebt er sogar noch eine Sugar-Duld. Ärgerlich. Ich den Joe gerne mit der Kate-Duld gekillt. Aber zumindest klauen wir ihn jegliche AD und hauen ihn so weg. Period Challenger wäre auch eine Option. Das ist schwer, mich hier zu entscheiden. Ich weiß halt auch nie, wie gut ein Urgott in so einer Phase jetzt schon ist. I'm gonna knock him dead. So. Oh, einfach mal ein Chandel reinspielen. Ein Urgott reinspielen. Look at this guy. So, dann könnten wir auf jeden Fall schon mal im R geben. Brauchen dann irgendwie noch einen Text wieder. Wir könnten hier ein GA machen. Aber wir jetzt ja schon bei Anyway Urgott spielen. Und dann können wir ihm das geben und dann macht er daraus was Cooles. Ansonsten die. Der Giant Spell, wir können der Kate hier AP geben, I guess. Und Kasadin Help. Da arbeitet er noch besser mit Protector und dann haben wir die Items halbwegs in Folge slammed. Und dann müssen wir die Echo stabilisieren. Leveln. Boah, das könnte sogar ganz interessant sein, hier zu spielen. Stand United, ne? Stand United isn't that bad. Metal is harder than flesh. So, wir müssen eigentlich für den aufstellen, ne? Ninzillion, kill Ninzillion. Singe flickt den Wow, den, ah, okay. Warum stellt er nicht gegen mich auf? Ist doch recht wahrscheinlich, dass wir gegeneinander spielen. Okay. Auch fein, weil wir hier die Lowy über Enforcer rausnehmen. Und die quasi gar nicht am Spiel teilnimmt, bis es halt zu spät ist. Aber der Nomi muss jetzt aus seiner Mercenary Comp irgendwie den Cash hinkriegen. Pirates auch noch, holy shit, Alter. Aber Mercenary Crest ist halt eigentlich Loose Streak. Und Pirates ist normalerweise Windstreak Mercenary, das heißt, er muss jetzt eine krasse Kurve fahren. Und jetzt, am besten wollen wir Tech Speed. Es gibt keine Tech Speed. Well, about that. Ich denke, wir nehmen einfach ein Giant Spell und sind happy. Machen einfach eine Warmox für dann irgendwann mal ein Mundo. Nochmal mehr hilft uns eigentlich nicht weiter. Giant Spell ist fein. Let's go! I see things clearly. So, und jetzt müssen wir langsam Richtung Chemtech denken. Ah, also die klassische Endcomp ist die hier. Das ist so die klassische Ugurt-Comp. Itemmäßig sind wir sehr gut da. Für die Zeit noch eine Tech-Speed-Op-Ding. Man könnte überlegen, ob man das GA lieber auf Jinx packt. Auf Jinx ist ein Ticken besser. Ansonsten, der Trunnel wird halt irgendwann ersetzt, obviously, aber gerade der Sack fehlt uns halt noch. Das Wichtigste aber eigentlich. Oh shit, ich habe mich umgestellt gegen Panda. Und wir spielen gegen Kani. Der sieht gut aus. Also im echten Leben natürlich auch, aber auch hier sieht er echt solid aus gerade. Weil er nicht das perfekte random Item für Trunnel bekommen über Scrap. Ah, Kassadin hat was geultet, was schon tot war. Das ist ja so eine Spezialität meiner Units. Machen die gerne mal, um mich zu ärgern. Ah. Mensch, das wäre winnable gewesen, hätte ich besser aufgestellt, I guess. Oh, die Quinn noch. Das ist ein Purpose? Nee, ne? Ich will die eigentlich nicht spielen. Vielen lieben Dank für die Subscription an Obsidian. Mittlerweile auch schon 5 Monate unterwegs. Okay,
Wir haben einmal AP, das heißt, wenn wir nochmal ein BF kriegen, ist es auch fein. Würden wir auch mitnehmen. Der Kasari ist ziemlich weak, ne? Die könnte man hier vielleicht schon ersetzen, aber wir haben einfach nicht so viele im Angebot. Die Lisandra nehmen wir aktuell hauptsächlich mit, damit wir halt mal irgendetwas haben, was sich streng genommen halt Chemtech schimpft. Jetzt wird es drei davon zu haben, wäre auf Dauer echt mal sinnvoll. Oh mein Gott. Oh yes, baby! Woohoo, yes! Und der Twisted Fate hat eben einfach mein ganzes Team weggekrittet, habe ich das richtig gesehen? Ja, 3000. Ach du Scheiße. Danke auch an Mojo11HD. Danke dir ganz herzlich. Okay. Die Uhr kommt. Ja, aktuell ist einer der besten. Der Übergang fällt mir gerade noch so ein bisschen schwer, aber es ist probably spielbar. Ne? Man muss nur gut genug sein. Wir gehen auf 7 quasi. Spielen dann im Best Case einfach einen dritten und vierten Bruiser direkt. Also Zekmundo wäre jetzt hier eine traumhafte Ergänzung. Hätten wir Chemtech 3. Wenn den Kasadin rausnehmen, der ist quasi nur noch als Deko. Da, die Caitlyn ist natürlich jetzt auch nicht allzu dominant aktuell, aber sie macht ihren Job, gerade Caitlyn 2. Man hat gute Damage-Werte, wenn sie ultet. Langfristig wollen wir natürlich die Items von Trundle auf unseren Urgot kriegen, aber das hat auch im Zweifel zwar noch Zeit bis Urgot 2. Der gerade ein bisschen näher gerückt ist. Let's bounce. Tja, und jetzt einen rausnehmen und dafür zumindest mal Chemtech drin haben. Nochmal Crit. Crit hilft uns nicht direkt weiter. Der Trundle macht langsam nicht mehr ganz so viele Sachen. Ne? Also Trundle 2 ist eine extrem gute Midgame-Unit, aber nimmt natürlich auch an Effizienz massiv ab. Ah, hier hat jemand die Flora. Okay, okay. Ich glaube, wir müssen einmal rollen. Einmal hoffen, dass wir hier noch einen Urgot hitten. I do not hunt to kill. Dann den Trundle Sam. Den natürlich auch entsprechend. I do not hunt to kill. Let's get cracking. So. Follow my voice. Ich liebe noch ganz gut. Also welche Unit fliegt hier denn langfristig noch raus? Ich denke, am ehesten nehmen wir noch die Lisandra raus, ne? Können die nämlich so lange mal Items tragen. Schade, der ultet nämlich weiter, wenn er einmal angefangen hat. Während seines Jays. War nur gerade leider nicht ganz so relevant. Okay, wir haben den Urgot 2 gerettet. Wir sind happy, ne? Hands down. Wir brauchen aber jetzt Level 8. Level 8 ist sehr wichtig, weil wenn wir euch diese Comp hier anguckt, haben wir 3 Legendaries drin. Und 3 Units, die 4 kosten. Beziehungsweise haben wir den Sekt noch nicht 2, aber ist nicht ganz so schlimm. There we go. Nice, nice, nice. Okay. Natürlich ist die Seraphine hier gerade kein guter Fit. Ne? Wir würden hier viel lieber jetzt einen Mundo spielen. Aber wir haben keinen Mundo. Wir würden auch lieber einen Trundle spielen. Aber wir haben einen Trundle einfach verkauft, weil ich dumm war. Happens. No biggie. Happens. Hieraus wollen wir einen Hurricane machen. Hieraus wissen wir noch nicht, was wir machen wollen. Hieraus wollen wir einen Hexer Gunblade machen. Sehr geil auf Tamkench. Noch was rum, mein Junge. Okay, der Blitzcrankhook ist sehr wichtig gegen Seraphine. Also hoffen wir, dass er zumindest so lange überlebt, dass er sie hookt. Auch trotz des Seraphen. Der übrigens mich absolut hart gehitzt hat. Oh mein Gott. Spielen also gegen Better Nomi nach seinem Catch-In, I guess. What the fuck? Da habe ich den Catch-In geschafft.
Okay. Bisschen tanken, bisschen chillen, auf 8 gehen. Und dann ganz stark kommen. Ah, der Tick-Speed liegt leider zu attraktiv auch für andere. Ich denke, wir machen einfach eine Dragon Claw. Ah, oh, nee, können wir gar nicht. Ah. Oh, yes, baby. QSS fühle ich aber gar nicht. Yes. Vielleicht AP für Rageblade oder sowas nehmen sollen. Okay, hier haben wir Mundo. Ich tatsächlich fast den Blitzcrank auch rausnehmen. Oh, warte mal. Jinx können wir auch einfach spielen, ne? Jinx können wir auch einfach spielen. Okay. Dann spielen wir einfach eine Jinx. Why not? Wollen wir eh nur unser Endcomp eigentlich spielen? Der Text mehr ist jetzt nicht so geil auf hier. Wir könnten ja tatsächlich eine QSS geben und sie hinten in die Ecke stellen. Ich meine, QSS ist decent. Ist nicht ultra sick, aber ist decent. Wir haben aktuell über Vi halt auch schon Bruiser drin. Das heißt, eine Jinx macht auch von Anfang an hier was. Wenn auch, wie man gerade sieht, nicht ultra viel. Bruiser-Emblem in der Comp. Nee, ich denke, Celestial Blessing ist tatsächlich besser. So, und jetzt sind wir gleich 5-1 und können dann schauen. Hierfür einfach den dritten Bruiser reinzuspielen ist besser. Ich überlege gerade, ob wir aus Crit irgendwas Besseres noch machen können als ein QSS, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch was Besseres kommt. Weil es gibt halt wenigstens Attack Speed. Wenn wir noch ein BT kriegen, machen wir daraus Gunblade. Wenn wir Attack Speed kriegen, kriegt das Urgot. Das heißt, wir können eine QSS bauen. Vierer Bruiser, Vierer Chemtech, Zweier Scrap actually. Oh ja, das heißt, wir hätten jetzt hieraus die ganze Zeit andere Items kriegen können. Die andere Scrap Unit ist bei uns. Unser Trundle. Hat gerade auch kein Item, könnten wir vielleicht eins geben. Ah, der Jinx Impact da hinten ist schon ordentlich mittlerweile. Ah, kein Last Whisper, sondern eher Giant Slayer, weil wir davon ausgehen, dass mehr Leute Bruiser spielen. Aber dafür, dass der Duck weiter war, war das jetzt eine sehr gute Round. Aw, oh, sweet. Einmal für besseren Roll. Jetzt ein Level hoch. Ich spiele zwei Mundos rein. Okay. Was fehlt uns noch? Es fehlt noch eine Yumi, eine Jenna. Eine Jenna wäre actually ganz cool. Die Sandra würden wir eigentlich gerne loswerden. Yumi, Jenna. Das wäre so ein Dream. Jetzt haben wir halt immer den Free Shop Refresh. Das heißt, wir wollen möglichst lange jetzt auch auf einer guten Eco bleiben. Okay. Nochmal im Meer. Das ist natürlich jetzt langsam ein bisschen troll. Da haben wir netterweise unseren Tam Kench bekommen. Vielleicht rollt man jetzt so minimal. So, und dadurch, dass wir jetzt ja keinen Hurricane für Nogat kriegen, könnten wir eine Dragon Claw auf den Tam Kench machen. Auch noch Morellos wären hier at some point. Wahrscheinlich at this point. Müssen wir natürlich schauen, auf wen das dann langfristig geht. Uff. Krass, ey. Kann ich echt immer hier Lineups zu stellen, die uns einfach machen. Machen wir es einfach.
Chemtech 5 wäre interessant. Aber eigentlich wäre Chemtech 3 auch ausreichend, wenn wir dafür die Jenna hätten. Würde wir die Lysandra verkaufen, die Jenna spielen. Jinx 2 Wind Condition? Denke ich mal. Und Ugo 3 Wind Condition. Ich denke, wir können den Tam Kenshi anfangen zu füttern, minimal. Wir können jetzt das Eco-mäßig wahrscheinlich erlauben. Muss ein bisschen breiter stehen. Eine Tank-Fiora hier auch interessant. Sehr gut, dass wir hier die Leona futtern. Killen wir zwar nicht, aber... Den wiederum können wir killen. Es gibt uns ein Item, sehr geil. Oh! Oh, schade, Tom Kench hätte fast noch einen gefuttert. Und dadurch gekillt. So, dadurch kriegen wir jetzt die ganze Zeit Items. Das heißt, Jenna zu spielen ist auch deswegen interessant, weil sie uns noch zusätzlich Scrap gibt. Und dadurch, dass sie uns Scrap gibt, haben wir quasi profitieren will von jedem Item, was wir legen. Oder was wir vergeben, ist der richtigere Begriff. So, jetzt bereuen wir es zum Beispiel, dass wir die MR verteilt haben und ich würde mir gerne selbst ins Gesicht schlagen. Aber so ist das. Okay, wir sind immer noch auf 50 Gold, ne? Wir sind sehr, sehr, sehr relaxed. Sehr relaxed sind wir. Der Rest ist aber teilweise auch noch stark dabei. Ich würde ja den Tamkent so stellen, dass er die Vex futtert. Ja, ich glaube, wenn die Vex hier im Magen ist, dann ist alles easy. Weil die ja der einzige Tank auch ist. Na gut. Brauchst du keinen Tank, wenn du alle Gegner einfach unendlich lange CCs, da ist. So, jetzt ist Vex aber wieder im Magen. Das heißt, wir können alles killen und kümmern uns dann um Vex. Und zwar gemeinsam. Nice. Sehr nice. Gefällt mir gut, die Urgott-Comp. Wollte ich eh schon länger mal on-stream zeigen und auch... Oh ja, jetzt müssen wir uns kurz konzentrieren. Giant Slayer Jinx, I guess. Socialite Feldstand auch nicht schlecht, ne? Kann mir auch überlegen. Socialite Feld steht auch nicht schlecht. Ja, ich denke, das Socialite Feld ist es am Ende auch. Wir haben auch noch Stand United, das heißt, Socialite gibt uns auch einfach allen nochmal 3 AD und AP mehr. Ist nicht super sick, aber it's something, right? It's something. Sharp blade, sharp mind. I demand an entree. Sharp blade, sharp mind. Wenn wir die Jenna gehittet hätten, könnten wir ein bisschen anders aufstellen und quasi Attack Speed auf die Jinx machen, die dann dadurch in der Lage wäre, daraus ein Item zu bauen. Was wahrscheinlich unsere Probleme lösen würde. Better Nomi ist Level 10. Ich habe das Gefühl, ich treffe den immer auf insane Power Spikes von ihm. Oder er ist einfach die ganze Zeit extrem stark. Beides gut möglich. Aber an sich ist mein Lineup-Color eigentlich nicht weak. Er ist einfach nur sehr stark. Really strong. Okay. Ich denke, wir müssen zumindest jetzt mal auf 30 Gold rollen, auch schon vor der Creep Round. Hitten einfach die Jenna nicht, ne? Ich meine, so viele Units gibt es nicht mehr, die wir hier nicht auf der Bank haben. Well, time to make Mundo's rounds. Mundo goes where he pleases. Das wird ja langsam lächerlich. Da haben wir viel zu viel weggerollt. In einen Anfall von Wut. Und wir hätten den Tam Kench wahrscheinlich auch durchfüttern sollen, damit er mit AP hier die Leute one-shottet. Wir haben jetzt sehr viel Gold in den letzten Runden gerollt, verrollt und einfach überhaupt keine Power gewonnen. Das habe ich nicht gut gemacht.
Ja, der Nomi hat halt auch ein insanes Lineup gerade. Mundo 3 ist halt auch eine weirde Win-Condition, so. Das fühle ich eigentlich relativ wenig. Mein Giant Slayer für Jinx ist not bad. Das Hauptproblem ist aber, dass es halt eine Jinx 1 ist und dass uns ein Lissandra Items trägt, obwohl sie extremst weak sein sollte. Das heißt, wir müssen jetzt in 6-1 alles runterrollen, die Jenna hitten, dadurch dann Scrap enablen und halt nochmal ein bisschen mehr CC. Wundo kriegt die Warmox. Tamken müsste schon viel mehr Stats haben. Tag 5. Natürlich ultet der Victor erst sehr, sehr spät hier. Aber wenn er ultet, ist er halt ein Victor 2 mit einem Giant Slayer, ne? Ich hätte gerne auch nur Lissandra getroffen, um die Lissandra zu verkaufen und dann daraus entsprechend die Items besser zu verteilen, weil die würde noch viel, viel mehr gehen. Ich glaube, wir müssen hier vorne ein bisschen gegroupter stehen, aber holy shit, das ist halt auch eine krasse Ansammlung an Legendaries, die uns hier gegenübersteht. Nice, Mann. Mindestens mal Dritter, ey. Holy shit. So, jetzt können wir aber eigentlich nichts mehr ändern. Also die Option ist jetzt wirklich zu sagen, man verkauft hier die Jinx. Aber dann verliert man halt auch Twinshot und Sister und den ganzen Bums verliert man halt einfach. Ich glaube, das ist es aktuell einfach nicht mehr. Das wäre... Vorher hätten wir uns über Jenna hier sonst was in den Bauch gefreut, aber so... In der Hoffnung, dass der Victor jetzt hier mit dem Aurelius-Pock vielleicht den einen oder anderen nochmal finisht, den er sonst nicht gefinisht hätte. Die Ult ging nicht durch, ne? Desaster, Mann. Ach, schade. Ah, wenn wir da noch schaffen, tatsächlich die, dass die Victor-Ult durchgeht, dann haben wir ihn da wahrscheinlich, ne? Der Damage die Runde davor von Victor war halt sehr, sehr sick. Aber ich glaube, es war eine coole Option, hier Chemtech 5 zu spielen. Man hat gemerkt, dass Urgot ohne Hurricane hat nicht genug DPS so all over the place. Den Mundo 3 zusammen war sinnlos, der ist keine Win-Condition hier, ne? Da haben wir einfach Gold verbraten. Das sind Dinge, die würde ich jetzt sofort gerne nochmal anders machen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein würdiger TFT-Banger. Es ist halt auch eine hart besetzte Lobby, ne? Also der Duck generell immer einer der besten überhaupt. Und hier in der Lobby sind halt mehr Master-Spieler als Dia-Spieler. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Tschüssi. Ist aber schön, ne? Das erste, was man sieht, wenn man in den Chat schaut. Hättest du mal gefüttert? Du sprichst aber ganz schön viel Denglisch. Oh, leise. Ja, wilde Runde, wa? Das war eine krasse Runde. Ich hätte auch nicht. Also, dass du den Victor genommen hast, Respekt, ey. Ich dachte, dann Bait. Den Victor 2 meinst du? Ja. Ich hätte nicht was genommen. Ja, ich hatte Schiss wegen. Ich hatte auch Schiss, aber ich dachte, der Giant Slayer. Hilft gerade hier auch nochmal, dass der überhaupt ultet. Das Problem war, dafür hatte ich halt kein extra Mana mehr, ne? Also, dieses 5 Mana
alle 2 Sekunden hatte ich da nicht mehr drin. Und dann ultet er halt echt super late mittlerweile nach dem Nerf. Ja, holy shit. Ich war echt schockiert, dass das gereicht hat gegen mich. Ich dachte, das ist free für mich. Aber ja, der hat einfach alles zerschnitten. Ja. Ey, aber Nobi, das hat gut geklappt. Bis 12 HP hast du Mercenary gespielt, oder? Da war crazy, die Transition, Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass er das schafft. Dann Enchanted Sniper reingeballert. Also tatsächlich war ich also verzweifelt eigentlich, weil ich ja Miss Fortune spielen wollte und ich hatte immer nur eine. Und ich hatte die Items für die Miss Fortune. Das war sehr knapp, den Payout zu kriegen mit irgendwie Uri. Ja. Aber es war auch krass, ne? Du hattest ja auch Pirates noch. Also quasi Snowball und Loose Streak Mercy. Und ich dachte mir so, Alter, wenn der den Cashout kriegt, ne? Ja, ja. Wer ist denn überhaupt schuld? Gegen wen hast du denn gewonnen? Gegen wen hast du den Cashout? Tim war schuld. Ich durfte die Runde danach dran, hat sehr viel Spaß. Ja, danke, Tim. Nice Job, Tim. Panda hat mich tatsächlich trotzdem besiegt einfach. Das fand ich schon krass. Also, da war die Kaiser auch, glaube ich, schon da. Ich dachte mir auch so, ah, geil, endlich Lux 2 Powerspike gehittet. Ja, nice, dann gegen Nomi jetzt ran 16 AP verlieren. Ja, feels great. Okay, Karni zweiter, Panda erster, ne? Yes. Indeed, ja. Ich glaube, okay, ich stecke meine Katze erstmal wieder in die Schublade. Miau. Sah aber geil aus. Die Wellen, die haben ordentlich gekitzelt. Ich hatte das mal on-stream, glaube ich, mit 6 oder 8 Academy mit Cram Session. Okay, da dann haut das mega. Das gesamte Board vom Gegner in 3 Sekunden One-Shot, das sah super geil aus. What the fuck? Aber du musst halt Academy spielen, um Cram Session zu kriegen. Lass das jetzt einfach alle spielen. Auf der Katze? Nee, also es funktioniert so, du baust es auf über so Blue Jeweled oder sowas in die Richtung, weil dann kannst du Heimerdinger zum Beispiel spielen. Ja. Dann kannst du so ein Scholar-Setup machen, das halt nicht bad ist. Aber das Problem ist halt, eigentlich willst du Academies auf dem Board haben, damit dir das Cram Session Augment überhaupt erst angeboten wird. Oder Cram Session ist dein erstes Augment. Das ist halt wichtig. Ich hab's mal probiert, über Cutter aufzubauen mit Blue Jewel etc. Was nimmst du denn? Nimmst du einfach Crit und Rabadon? Also, nur Yumi gebe ich 3 Damage Items, weil die braucht ja nichts. Und der Blue Buff geht dann an Urgot und der Rest ist egal. Okay, das fahr ich nächste Runde. Ja, geil. Ich würde es nicht empfehlen. Ich hab's wirklich mit einem tollen Setup gerade. Hat nichts funktioniert. Und du scheiterst gegen alle Colossus-Units. Ja, genau, bei mir war sie einfach durch CC tatsächlich. Der Galio ist draufgesprungen und dann, also. Gut, ich hatte den Silence auch drauf gesetzt, aber. Ich würde es probieren, wenn dein allererstes Augment Cram Session ist. Dann kannst du es vielleicht machen. Aber ist okay. Ich glaube, es wird Zeit, meinen Tanklon auszupacken. Oh Gott. Run.